Vom Münster sind es nur ein paar Schritte bis zum Kreuztor, dem Wahrzeichen Ingolstadts. Vier Ecktürmchen und Verzierungen aus Kalkstein schmücken den ziegelroten Torturm aus dem späten 14. Jahrhundert. Durch das Kreuztor kommt der interessierte Besucher zur alten Anatomie mit dem Deutschen Medizinhistorischen Museum. Einmalig in Deutschland dokumentiert hier eine Sammlung von Instrumenten, Geräten und Schriften die Geschichte der Medizin von der Antike bis zur Gegenwart. Der Botanische Garten zeigt eine Fülle von Arzneipflanzen. Ein Duft- und Tastgarten für Menschen mit Handicaps ergänzt heute die Außenanlagen. Wohl inspiriert durch das Wissen um die Versuche an der alten Anatomie, lässt um 1700 die englische Schriftstellerin Mary Shelley den jungen Viktor Frankenstein aus Genf zum Medizinstudium nach Ingolstadt kommen. Der Roman schildert die Lebensgeschichte des jungen Frankenstein, dem es gelingt, ein künstliches, menschliches Wesen zu schaffen, das sich jedoch zum modernen Monster entwickelt. Ingolstadts Frankenstein gelingt es, zum weltweiten Mythos zu werden. Nach wie vor ist dieser Stoff Grundlage für zahlreiche Film- und Theaterproduktionen. Noch heute kann man sich bei nächtlichen Stadtführungen auf Frankensteins gruselige Spuren begeben.